Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Video. Wir schauen uns mal wieder einen Trailer an. Ich versuche ja immer wieder, mir mit euch zusammen einen Trailer anzusehen, weil ich das einfach echt cool finde. Und es handelt sich um einen Marvel-Trailer, Leute. Und wenn ihr mein Zimmer kurz abscannt, dürftet ihr sehen, dass ich ein ziemlich großer Marvel-Fan bin und mich daher auch auf X-Men The Dark Phoenix freue, ja? Ich bin gespannt, wie der Trailer oder Film vor allen Dingen sein wird im Endeffekt. Wir werden uns den jetzt hier zusammen ansehen. Es geht um den deutschen Trailer, den wir uns ansehen werden. Ich habe eine Zeit lang mir die englischen angesehen, aber viele wollen die deutschen sehen. Wenn es gerade keinen deutschen Trailer gibt, dann werde ich natürlich auch ein Video zu den englischen machen, wenn irgendwie die früher rauskommen sollten, ja? Ansonsten grüße ich erstmal noch die lieben Philipp. Danke fürs Folgen auf Instagram. Wenn ihr auch ein Shoutout haben wollt, dann folgt mal einfach @flo_der_flo. Und dann, Leute, können wir ja auch schon direkt starten. X-Men Dark Phoenix Trailer, German-Deutsch, von Kinocheck hochgeladen. Mal sehen, Leute. 2 Minuten und 15 Sekunden. Ich freue mich echt auf den Film. Der wird, glaube ich, echt nice. Ich glaube, wann kommt er raus, Leute? 19. Februar 2019? Glaube ich. Irgendwie so 19., 14. Februar, irgendwie sowas. Ich grüße natürlich noch die Leute von Patreon, den Simon, den Philipp, den Odoras, den Maurice und den Ferbser LP. Danke für euren Support, Leute. Ansonsten geht's jetzt los. Oh. Ich möchte nicht pausieren, Leute, aber ich musste kurz pausieren. Warum sieht das so gut aus? Warum sieht das so gut aus? Okay. Sorry. Kannst du mich wieder ganz machen? Jean, du bist nicht kaputt. Oh. Auch verjüngt, soweit ich weiß. Der Geist ist sehr zerbrechlich. Der kleinste Anstoß reicht aus, um ihn in die falsche Richtung zu lenken. Och. Charles, was hast du getan? Ich musste sie stabilisieren. Ich habe sie beschützt. Vor der Wahrheit? Dafür gibt es ein anderes Wort. Geil! Ich bin hier, weil ich nach Antworten suche. Sophia Turner, Alter. Du hast das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Tust du auch nicht. Sie können nicht annähernd verstehen, was du bist. Sie verändert sich. Inwiefern? Du bist nicht hier, um nach Antworten zu suchen. Du bist hier, weil du um Erlaubnis bitten willst. Jean. Sie ist voller Wut. Schmerz. Und all das kommt jetzt zum Vorschein. Jean hat die Kontrolle verloren, aber sie ist noch unsere Freundin. Das ist deine Schuld, Charles. Die Welt steht am Abgrund. Es tut mir leid, dass ich es nicht früher gestoppt habe. Dir tut immer irgendwas leid, Charles. Und dann gibt's immer eine Ansprache. Und niemanden interessiert's. Noch gibt es Hoffnung. Tu das nicht. Sie fürchten mich zu Recht. Ich kenne das Böse. Und jetzt sehe ich ihm in die Augen. Oh. X-Men Dark Phoenix. 2019 nur im Kino. No. Episch, Alter. Ab 14.02. im Kino, Leute. Oh, oh Leute, ich glaube, meine Nippel sind ein bisschen hart geworden wieder. Das passiert mir öfter, wenn ich sowas sehe. Alter, was ein epischer Trailer, Leute. Wir werden ganz kurz jetzt zu ein paar Szenen was sagen. Aber die eigentliche, falls ihr nur für die Reaction gekommen seid, Leute, dann war es das jetzt schon. Aber ich sage am Ende mal gerne was dazu. Also erstmal ist mir gerade aufgefallen, dass die Schauspieler ja immer mehr wie deren älteres Ich aussehen. Bei Sophia Turner geht es noch, aber am meisten, ich weiß leider gerade nicht den Namen von der Schauspielerin von Storm. Aber da sehen wir sie nur. Ich habe jetzt keine Lust hier ein richtig gutes Bild von ihr zu finden. Aber besonders bei der Schauspielerin von Storm sieht man es, dass sie immer weiter wie Halle Berry aussieht, ja. Also das haben sie auf jeden Fall gut hinbekommen, dass man da irgendwie so diese Ansätze irgendwie ein bisschen besser verbaut oder dass diese Übergänge klarer werden. Gerade auch bei Charles sieht man das, finde ich, auch echt stark, dass man allein an den Gesichtszügen sieht man langsam, dass es echt immer mehr wie Patrick Stewart aussieht. Ich weiß, da hatten sie auch Glück, dass sie zwei Schauspieler gefunden haben, die beide auch eine sehr prägnante Nase haben. Aber das finde ich einfach cool zu sehen, weil das sich dadurch einfach runder anfühlt und man das alles ein bisschen besser nachvollziehen kann und sich das dann im
im Kopf sozusagen auch richtiger anfühlt, wenn sie zumindest eine gewisse Ähnlichkeit haben zu deren älteren Ich. Ansonsten finde ich die Atmosphäre, die rübergebracht wurde, echt schön. Sehr ernst, sehr düster, aber nicht zu düster. Eher auf Epicness angelehnt, würde ich sagen. Jetzt nicht irgendwie komplett, dass man hier so einen sehr, sehr extrem dunklen Film machen möchte. Der Trailer an sich war jetzt nicht wirklich Comedy-lastig, sondern wirklich, wie man es von X-Men kennt, halt Story-basiert und auf Atmosphäre angelehnt. Aber es fühlt sich trotzdem an wie ein Film, den man auch mit gutem Gewissen schauen kann und danach jetzt nicht komplett verzweifelt ist, wie bei Logan, sage ich mal. Sondern einfach was etwas Leichteres. Nicht zu dunkles, ja. Auch wenn man das bei Dark Phoenix erwarten würde, denke ich nicht, dass es hier ein FSK 16 geben wird. Ich schätze, es wird ein FSK 12 werden, aber das wird sich, glaube ich, noch zeigen. Ansonsten finde ich, wie gesagt, die Atmosphäre echt schön. Wir sehen hier auf jeden Fall auch nochmal die komplette Origin von Jean Grey an sich in dem Film, was ich auch interessant finde, weil wir das, glaube ich, so auch noch nicht gesehen haben. Und dann finde ich einfach, dass wir so epische Szenen gehabt haben, hier auch gerade bei Magneto, wie er sein Helm aus dieser Kiste holt und ihn aufsetzt, oder auch dieser Show-Off, wo hier am Ende das komplette X-Men-Team tatsächlich, ach Gott, ich bin so schlecht in Sequenzen merken, aber wo auf jeden Fall das X-Men-Team auf Jean Grey trifft, das sah einfach episch aus, und auch mal Jennifer Lawrence als Mystique in den blau-gelben Anzug zu sehen, haben wir, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht so häufig gesehen, soweit ich weiß. Noch nicht allzu häufig. Hier, genau, hier sieht man auch nochmal. Und auch Cyclops, finde ich, sieht auch immer weiter irgendwie aus wie tatsächlich die ältere Form. Nur bei Nightcrawler fällt es mir ein bisschen schwer. Aber ansonsten bin ich echt richtig, richtig zufrieden mit dem Cast. Also das ist echt ein Bombencast. Auch Sophia Turner wird einen sehr, sehr guten Job machen, schätze ich. Ich bin zufrieden, Leute. Ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich auf den Film. Der Trailer war sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall und denke, dass ich nicht enttäuscht werden werde, ja. Ich bin noch gespannt, ob sich irgendwas daran ändern wird, wenn jetzt wirklich der Deal durch ist mit Disney und Fox, wie sie die X-Men-Reihe handhaben werden. Es muss früher oder später dann ein Reboot geben, wo die neu in das Avengers-Universum, MCU, integriert werden. Denke ich. Sie könnten natürlich auch die Paralleluniversum-Schiene ziehen, dass dieses Universum weiterhin existiert, aber dann halt durch irgendeinen Mutant oder durch irgendeine, keine Ahnung was, Krümmung in der Zeit oder bla bla bla, sie in das MCU gelangen. Aber ich denke, sie werden eher den Weg des Reboots gehen, um dann nochmal mehrere Filme ausschlachten zu können. Aber mal sehen, Leute, das ist noch in entfernter Zukunft, sage ich mal. Ich glaube, 2019 ist der Deal am Ende irgendwann fix oder durch, muss noch geprüft werden, bla bla bla. Und dann dauert das ja auch nochmal tausende Jahre, bis diese Filme dann genehmigt werden. Gut, das aber erstmal schöner Trailer, ich freue mich drauf, bin gehypt. Ich finde den Cast, wie gesagt, echt fantastisch. Und ja, schreibt mal rein, seid ihr gehypt für den Film, Leute? Freut ihr euch drauf? Ich freue mich sehr drauf und denke einfach, dass es echt ein interessanter Film sein könnte. Ja? Dark Phoenix ist eine sehr interessante Storyline, die mich auch abseits immer schon sehr interessiert hatte. Deswegen freue ich mich, dass dieser Film jetzt kommt. Gut, das war alles, was ich sagen wollte, Leute. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr diesen Kanal weiterhin verfolgen wollt, ja, dann könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Ansonsten schaut immer mal vorbei. Ihr könnt euch gewiss sein, wenn ein Marvel- oder DC-Trailer rauskommt, dass ich dazu auf jeden Fall ein Video in Zukunft machen werde. Meistens auch am selben Tag, aber spätestens ein, zwei Tage später, ja. Gut, Leute, das war's von mir. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt fresh und ciao. Let's get naughty. Now grab somebody. Shake it off me. Now move your body. Flow the flow.